Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rabi Ribi. Das letzte Mal hat uns Cicini ganz schön auf den Sack gegeben, aber diesmal werde ich sie knallhart in die Ecke boxen. Auch wenn sie niedlich ist und ihre kleinen Schleife auf dem Kopf. Aber erstmal muss ich bei dem Gespräch hier wieder vorbeikommen, das hatten wir schon mal. Ja, ich sehe. Und sie trägt immer noch keine Hose. Ich hoffe, es ist ein Badeanzug darunter. Wenn nicht, dann... Pass auf, Gürtchen, pass auf. Wir müssen sie erstmal verprügeln, weil sie noch an ihrem Computer sitzt. Autsch. Okay, ich lade den Angriff auf. Oh, es ist doch ganz schön, dass sich dieses Auto erteilt. Ham, ham, ham! Ich gebe eine Roboter-Maschine. Autsch. Oh nein, das System ist kaputt gegangen. Ja, jetzt vermöge ich dich. Bam, 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 komm da. Special Angriff. Autsch. Heilung. Ah, ich glaube, der Heilungsstab ist gar nicht mal so schlecht. Ah, oh, das schon wieder. Ja, da muss ich Schaden nehmen. Bam. Bam. Oh, die Hälfte ist schon unten. Ja. Oh, nicht die Attacke. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Was sind das für komische Bubbles? Autsch. Heilungsmagie! Yeah. Also diese Magie könnte mir nützlich sein. Bam. Wie kann man nicht dafür ausweichen sollen? Egal. Boost. Nein. Nein, 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 immer feste drauf. Autsch. Okay, dem Angriff weiß ich jetzt, wie ich ihn ausweichen kann. Das ist einfach so vom Einfachen. Heilungsmagie! Keine MP mehr, das ist mies. Egal, du bist tot! Yes! Wie kann das sein? Es tut mir leid, bitte hör auf! Wir wollen auch, dass du aufhörst. Du hast gelächelt, während du uns angegriffen hast. Das war wirklich beängstigend. Aber Daddy hat gesagt, ich muss gegen Bullies kämpfen. Oder ich werde verlieren. Aber du liegst falsch. Wir sind nicht hier, um dich zu ärgern. Wir wollen nur, dass du Lily und Pixie gehen lässt. Außerdem, du bist ein Bully. Du bist ein Mobber. Wie konntest du uns einfach so einsperren? Ich war nur neugierig. Es tut mir wirklich leid. Ich bin wirklich... Ich
bin wirklich aufgeregt, nachdem ich über diese unbekannten Lebensformen herausgefunden habe. Ich sollte wirklich darüber nachdenken, was ich getan habe. Ja, ja, denk mal darüber nach, kleines Mädchen. Yay, oh süß. Okay, wer von wem ist wem? Ich glaube, Pixie ist die Blaue. Ich wusste, Ribi wird uns retten. Ich danke dir. Ich wünschte, ich wüsste, wie ich es dir wieder gut machen kann. Wir sind Freunde. Warum solltet ihr Ribbon es irgendwas zurückzahlen? Es war Ribbons Fehler, dass wir den Wald verlassen haben. Nein, es ist nicht. Wir gehen überall dorthin, wo Ribi hingeht. Das war unsere Entscheidung. Ja, also bitte sagst du was nicht, Ribi. Wir sind Freunde, richtig? Ich bin Irina. Wie ist dein Name? Cicini. Mein Name, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Mein Name ist Cicini. Nett, dich kennenzulernen, Cicini. Ich habe eine Frage. Ist das dein Zuhause? Warum ist es in einer Höhle? Nun... Das würde ich jetzt lieber nicht sagen. Tut mir leid. Ist das so? Ja, dann ist es in Ordnung. Ich war nur neugierig. Wir haben eine Bitte an dich. Wir suchen nach Leuten, die uns helfen können. Kannst du uns helfen, Cicini? Der Grabstein? Ist der so machtvoll? Das ist eine wichtige Information. Ich werde mal nachsehen, aber nur aus Neugier. Und wegen Magie? Ich weiß nicht, was das ist. Ich denke nicht, dass ich euch dabei helfen kann. Bist du dir sicher? Hast du nicht Magie mit diesem Ding benutzt? Das war keine Magie. Das war nur ein computerisierter Verteidigungsmechanismus. Ich verstehe nicht wirklich, was du meinst, Cicini, aber... Wenn Ribbon richtig liegt, dann könntest du uns vielleicht helfen. Warte, du sagtest, das System hat Magie benutzt. Könnte das dasselbe sein, aber nur... Ach, egal. Zeig mir den Grabstein, von dem er geredet hat. Sag, unser letzter Freund ist ziemlich nervig. Hey, danke dir, Irina. Wenn es dich nicht stört, dann werden wir zwei zuerst rausgehen. Hä? Ihr verlasst uns so schnell? Werdet ihr nicht bei Ribbon bleiben? Ribi hat gesagt, ihr braucht Hilfe, richtig? Wir möchten auch helfen, aber wir sind nicht wie Ribi. Unsere Magie ist ziemlich schwach. Feen sind wirklich sensibel, wenn es um Magienutzer geht. Also, vielleicht können wir ein paar Informationen herausfinden. Ha, danke für eure Hilfe, aber... Ist Ribbon in Ordnung damit? Wir haben uns schon darüber geeinigt. Es lässt die Dinge schneller vorangehen. Rumi war sich nicht sicher, wie viele Leute wir brauchen. Also, je mehr, desto besser. Nun, Ribi und Irina, wir werden schon mal losgehen. Bis später. Na, vielen Dank für eure Hilfe. Ciao. Bis Montag. Kennen Sie den Weg zurück? Es ist ein Labyrinth, um hier rauszukommen. Beruhig dich. Der Warpstein ist draußen. Sie sind zurück im Wald in einer Sekunde. Ein Warpstein? So eine fortgeschrittene Technologie? Ah, die Dinge werden interessant. Du hast noch nie einen Warpstein zuvor benutzt, Cicini? Das heißt, wir können nur zum Wald zurück. Nun, dann müssen wir zur Stadt zurücklaufen. Yay, wir haben eine neue Freundin. Ausgezeichnet. Die Dinge entwickeln sich prächtig. Mein Harem scheint sich zu koppeln. Die Stadt wird gerettet. Ist sie wirklich gerade in die Stadt gerannt? Sie war ziemlich interessiert an diesem Grabstein. Vielleicht ist sie ein Grabliebhaber? Grabliebhaber? Was ein freakiges Hobby. So, ich habe eine Frage. Ribi, Ribi. Ich weiß... Ribi... ist eine Referenz an Hase, an Rabbit. Aber was ist Ribi? Sie sagen das andauernd. Sie nennen dich die ganze Zeit so. Es ist nur ihr Nickname für Ribbon.
Aber wag es ja nicht, Ribbon jemals zu nennen. Hatte ich nicht vor. Ribbon hört sich sehr viel netter an. Okay, lass uns weiter an dem Plan arbeiten. Also, wir haben zwei Helfer gefunden. Wir sollten zu Rumi zurückkehren. Wir sollten in der Lage sein, den Grabstein zu nutzen, richtig? Aber wir brauchen doch... Naja, ich schätze mal, es wird alles machen, ne? Rede mit Rumi im Rabi-Rabi-Stadt. Oh, da ist ein Event. Oh, Junge. Ich tu mal so, als hätte ich es ignoriert. Und mit meinem Häschen gehopse... kann ich die anderen beiden nicht finden. Ich hoffe, ich kann sie irgendwann besuchen, um mit ihnen zu kommunizieren. Vor allem mit Vanilla. Aber lassen wir das mal so stehen. Rumi! Oh, vielen Dank! Ihr habt es so schnell zurückgeschafft! Ihr seid gerade rechtzeitig. Seht ihr diesen leuchtenden Grabstein? Ich habe einen rausgefunden, wie man ihn aktiviert. Wir können jederzeit starten. Wow! Die magische Kraft dieses Dings ist viel stärker. Aber ist das schon genug? Es ist so, wie ich es mir gedacht habe. Es zu starten hat nicht wirklich Auswirkungen. Es braucht immer noch ein bisschen mehr Mana. Das ist kein Problem. Wir haben Helfer, richtig? Wir sind ziemlich viele. Da hast du recht, aber... möchtest du dir nicht eine kleine Auszeit gönnen? Wir können jetzt starten, aber du solltest dich nicht zu sehr vorantreiben, wenn du müde bist. Ich weiß, dass du gehen möchtest, aber wenn du Angst hast, dann kann ich für dich gehen. Ich bin diejenige, die das von Anfang an hätte erledigen sollen. Nein, ich habe keine Angst. Wie ich gesagt habe, Miro sieht so aus, als möchte Miro mich auch sehen. Ja, haben wir nicht schon gesagt, dass wir das machen? Solche ernsten Gesichtsausdrücke. Sieht so aus, als gäbe es nichts, was euch stoppen könnte. Bitte geht nur voll vorbereitet. Und seid sicher, dass ihr ausgeruht seid. Bist du voll prepared? Ich weiß nicht, was da los ist. Was wollt ihr von mir? Ich sag einfach mal krass ja. Bereit? Dann lass uns beginnen. Ich werde es erstmal erklären. Ich habe die Schriftzeichen auf dem Grabstein übersetzt. Es ist ganz schön einfach, es auszulösen. Wir sind vielleicht ein bisschen zu vorbereitet. Aber wir wissen nicht, wo ihr enden werdet. Lasst uns nur hoffen, dass es in der Nähe meiner Schwester ist. Also werden wir auf gut Glück reisen? Die gute Neuigkeit ist, zurückzukommen ist einfach. Also können wir es so lange ausprobieren, bis wir den richtigen Ort finden. Ja, der Weg zurück. Wir vergessen die ganze Zeit darüber. Nun, das werde ich später erklären. Es ist jetzt Zeit. Holen wir jeden zusammen. Bereiten wir uns auf den finalen Schlag vor. Das war der... Okay, lass uns das ausprobieren und hoffentlich zum letzten Mal. Irina, deine Hand bitte. Das ist für dich. Yay, Häschen-Amulett. Das ist... Hat der Meister das gemacht? Ja, ganz... Schön, dass du es erkannt hast. Das macht mich so glücklich. Er ist ein Glücksbringer, den Irina für Schutz benutzen kann. Er braucht eine Weile, um sich wieder aufzuladen, also sei vorsichtig. Du benutzt dieses Amulett auch, um zurückzukommen. Der Grabstein... Das Stück vom Grabstein darin funktioniert wie ein Warpstein. Also ich halte diesen Glücksbringer und denke daran, wo ich hin möchte. Hört sich einfach an. Ja, das ist alles, was eine Erklärung braucht. Wenn alles bereit ist, lass uns beginnen. Es ist Zeit. Ist Ribbon auch bereit? Ribbon wurde bereit geboren. Wir können jederzeit starten. Da ist Vanilla. Vanilla ist süß. Seht, wie ihr kleines Schwanz wackelt. Die Leute hier sind alle so nett. Vanilla würde es lieben, hier zu bleiben. Wenn euch zu helfen bedeutet, dass Vanilla hier bleiben kann, dann kann ich euch eine Menge Mana geben.
Ihr wollt, dass ich meine Erfindungen an diesem Grabstein benutze? Ich bin nicht wirklich sicher, ob das Marie ist. Ja, egal. Ich hab's verstanden. Komm bald zurück. Ich habe immer noch ein paar Dinge, die ich fragen will. Ah, okay. Lass es uns tun. Ist jeder bereit? Mit dem magischen Stein in meiner Hand verbanne ich dich ins Wunderland. Das war die magische Formel, die muss man sprechen, damit magische Grabsteine funktionieren. Nein, Vanilla, wir haben uns gerade erst wieder gesehen. Kapitel 2. A Little Peek. Ein kleiner Blick. Magische Schwärze. Aber erst beim nächsten Mal, ciao.